Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die Woche, für die Osterwoche quasi. Ich mache die heute am Samstag, weil ich auch morgen natürlich bei meiner Familie bin und am Ostermontag und dachte mir, ich schicke das heute schon mal an euch raus, damit ihr einfach über die Tage auch Zeit habt, das zu schauen. Und es ist ein echt besonderer Tag aus mehreren Gründen. Ja, immer seht ihr, dass ich ein neues Orakel im Gebrauch habe. Und zwar ist das ein wunderschönes Orakel, kann ich nur empfehlen, ist die Drachenweisheit aus dem Schirner Verlag hier erschienen. Wunderbares Orakel der Drachen. Ganz, ganz tolle Energie, ganz, ganz liebevoll, hilfreich für uns in dieser Zeit generell. Und es kommt eine sehr, sehr schöne Botschaft. Und unabhängig von der Botschaft, die ihr gleich sehen werdet, hatte ich eigentlich vorgehabt, eigentlich ein separates Video zu machen zum großen kardinalen Kreuz, kosmischen Kreuz in 2014, was in der Spanne ungefähr beginnend Januar, Februar bis 20. Mai stattfindet bereits und hochtransformatorisch ist. Wir hatten ja auch schon gesagt, das erste Halbjahr ist auf jeden Fall extrem hochtransformatorisch, sagen die Astrologen. Passiert ganz viel, das Alte wird extrem in Frage gestellt. Das kennen wir auch schon ein bisschen aus den Vorjahren. Ich will da nicht immer gleich klingen, weil ich spüre selber, dass es jetzt eine andere Qualität hat als im Jahr 2012, als im Jahr 2013. Es passieren gerade Dinge, die echt phänomenal sind. Das ragt für mich sehr raus. Und nicht ohne Grund, auch rückblickend jetzt für mich, kam für mich die Auszeit der letzten zwei Wochen genau richtig, weil für mich auch transformatorische Prozesse stattgefunden haben, auch mit dem Thema Zwillingsflamme. Und ich wollte euch vorab einfach ein paar Informationen geben, was hier gerade passiert. Wie gesagt, ich bin keine Astrologin, ich berufe mich auf das, was die Astrologen sagen, weil ich finde es in meinem Leben wieder und im Leben von Freunden von mir, die Ähnliches gerade erleben und will das deshalb weitergeben an euch, weil ich weiß, dass es sehr, sehr viele da draußen betrifft. Ich habe nochmal bei Facebook, also schaut bitte mal bei Facebook rein bei mir, das Engel-Orakel bei Facebook. Ihr könnt die Seite auch einsehen, auch wenn ihr nicht bei Facebook Mitglied seid oder eingeloggt seid, weil die ist öffentlich zugänglich. Da habe ich heute nach der Ankündigung des Videos gepostet nochmal den Text, die Übersetzung von Simona Wolfer. Liebe Simona, nochmal herzlichen, herzlichen Dank für deine Übersetzung. Ich denke, das hilft ganz, ganz vielen Leuten jetzt weiter. Das ist ein riesen Mammuttext, war eine bestimmte tierische Arbeit. Also danke für deinen Elan hier in der Sache für die Leute. Lest euch das nochmal durch. Also es passieren jetzt wirklich gerade fantastische Dinge. Und zwar also mir selber, seit Februar tun sich die Dinge schon auf, nach und nach, aber seit Anfang April, auch seit Beginn meiner Auszeit, ist mir vollkommen klar, dass die Dinge jetzt auf Hochtouren unterwegs sind. Und zwar klären sich jetzt die karmischen Beziehungen und mit Klärung meine ich wirklich Klärung, nicht Status Quo-Verwaltung, nicht innehalten, nicht irgendwie noch dran rumdoktern, rumarbeiten, sondern wirklich die Problemthemen werden angepackt, werden angegangen, auch von den Zwillingsflammen und es erfolgen jetzt langsam Konsequenzen im Sinne von Herzentscheidungen. Ja? Also die Menschen, die Frauen, die Männer, die Zwillingsflammen kommen immer mehr in ihre Herzensentscheidung hinein. Das ist eigentlich das Kernthema. Es entsteht auch dank der Schwingungsanhebung, da bin ich mir ganz sicher, ein stärkeres Bewusstsein dafür, was das Herz möchte. Ja, wir haben immer den Konflikt höheres Selbst, Ego, Herzentscheidung, Verstandentscheidung und bisher ist das immer noch sehr kritisch ausgefallen, dass sehr nach dem Verstand entschieden worden ist und das klingt dann oft wie ein Status Quo, also das Alte wurde erstmal dann aufrechterhalten, weil der Verstand sagt, naja, ist ja besser so und es kommt jetzt immer mehr eine Dynamik in Beziehungen hinein und ich tut mir auch leid, dass ich jetzt beim Wochenorakel über Beziehungen reden muss, aber ihr werdet gleich sehen, warum, weil ich kriege den Tipp dann eben auch aus den Karten. Es geht immer mehr darum, wirklich auf das Herz zu hören. Und ich weiß, dass hier viele Frauen zusehen, die das sicherlich schon tun und das klar haben. Und das sagt auch das Venus-Mars-Quadrat. Das sagt ganz klar, die Frauen sind eigentlich bereit. Die sind bereit, die stehen schon stramm und sagen, wir können losgehen zusammen. Aber die Männer sind es noch nicht. Und die Männer arbeiten an ihren Themen aber jetzt intensiver in diesem kosmischen Kreuz. Und gehen in ihr Herz und verbinden Herz und Verstand und verbinden auch Sakralebene mit Herzebene sehr stark. Ja? Also es kommt auch zu einer Balancierung von Gedanken und Gefühlen, einer Harmonie. Es sind nicht mehr diese Extreme, ja? Auch bei extremen Situationen, die wir vielleicht erleben, Prüfungen, ja? Gerade im Zusammenhang mit der Zwillingsflamme, kommt es nicht mehr zu extrem. Wir bleiben, gerade auch die Frauen, balanciert zwischen Gedanken und Gefühl.
Ja, klare Kommunikation. Ja, im Moment haben ganz viele Menschen Probleme mit dem Kehlchakra, massive Halsbeschwerden, Erkrankungen, Erkältungen, die sich schlapp machen. Da steckt meistens ein Thema der klaren Kommunikation, die eigene Wahrheit aussprechen und für klare Verhältnisse sorgen. Das steckt dahinter. Also das ist im Prozess. Es geht jetzt darum, diese Wahrheit zum Ausdruck zu bringen und auch leben zu dürfen und sich auch selber und gerade auch die Männer sich zu erlauben, das leben zu dürfen. Ja, und zwar mit dem karmischen Partner offen und ehrlich zu sprechen, aber auch mit dem Wunschpartner, ja, also die Gefühle im Herzen wahrzunehmen, jetzt wirklich bedingungslos zu lieben, nicht mehr zu sagen, ich kann das erst, wenn das so und so und so ist und auch von beiden Seiten, sondern wirklich sagen, wir gehen raus aus den alten Denkmustern, wie eine Beziehung oder ein Zusammensein oder sogar Zusammenleben zu sein hat. Wir gehen einfach raus aus dem Althergebrachten, wir urteilen nicht mehr, wir verteilen keine Labels mehr, keine Etiketten, was ist das denn jetzt? Ja, sondern wir leben und lieben aus dem Herzen und leben im Hier und Jetzt, im Moment. Und nicht, aber das muss doch so und so sein, damit dann in 3 Monaten das und das dabei rauskommt oder halt noch in der Vergangenheit wühlen, sondern wir leben es im Hier und Jetzt und so wie es im Hier und Jetzt ist, ist es richtig. Liebe will fließen, die will nicht stagnieren. Es geht nicht mehr um Warten, es geht nicht mehr um Abwarten, was passiert oder wann der richtige Zeitpunkt ist, sondern wir stehen jetzt dafür, für das, was wir sind und wofür wir stehen. Ja, wir sind erkennbar für den anderen. Ja, und wichtiger Satz kam mir eben hier in der Vorbereitung: dem Herzen folgen heißt dem Seelenplan folgen. Ja, alles wird jetzt viel besser integriert. Ja, also ich habe Erfahrungen gemacht in den letzten Wochen, wo ich war bestimmt immer schon ganz gut in meiner Herzverbindung. Also, aber die ist noch intensiver geworden, noch klarer. Sie führt mich noch mehr entlang meines Seelenplans. Und dafür brauchte ich jetzt 2 Wochen wirklich Ruhe, wo ich mich um nichts anderes kümmern musste als um mich selber. Das war für mich extrem wichtig. Ich wusste auch, ich werde aus dieser Zeit herausgehen, da wird irgendwas passieren. Ich wusste nicht, was ich euch näher bringen kann. Da ist ein Lernprozess, den ich haben werde, den ich euch dann auch vermitteln kann oder euch die Bestätigung geben kann, dass das, was ihr spürt und mitmacht und durchmacht, stimmig ist. Ja, also es ist. Ja, die Führung aus dem Herzen ist noch zuverlässiger, ist sogar zuverlässiger für mich als zum Teil die Karten manchmal sind. Die helfen mir auch, spiegeln mir auch vieles, aber letztendlich sollte das Herz immer entscheiden. Das ist ganz wichtig. Ja, die bleibt immer bei euch die finale Entscheidung, was ihr tut und wie ihr das seht und wie ihr das wollt. Ja, ja, und ich habe dann mal noch so ein paar Punkte aus dieser astrologischen Vorhersage rausgepickt, aus diesem kardinalen Kreuz, die ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen kann. Es heißt in der Astrologie, wir müssen jetzt alles verlieren, um alles zu gewinnen. Genauso ist das. Also Verlust, kompletter Verlust oder komplette Gefahr der Abtrennung geht einher mit einem Wieder-Reset quasi der ganzen Geschichte, der ganzen Zwillingsflammenbeziehung, dass es wieder losgeht, aber auf einem anderen. Auf einer anderen Spur. Vorher folgt es vielleicht in Teilen noch einer Verstandesspur oder Bedingungen und dann wird es komplett auf die Herzschiene gesetzt und da fließt es dann, es fließt dann, es fängt an hin und her zu fließen, geben und nehmen im Gleichklang. Nur so kann es funktionieren. Die Astrologen sagen, wir erleben die Stunde der Wahrheit in der Liebe. Von hier aus wird das ganze individuelle und kollektive Wertesystem restrukturiert. Das bedeutet, wie wollen wir Liebe leben? Was ist wirklich wichtig? Vor allem für die Männer ist es so, dass sie viel klarer an ihre Herzkommunikation jetzt kommen können. Das Herz steht über allem, wenn, aber und allen Ängsten, die vorher noch dazu geführt hätten, dass man sich das Glück des Herzens lieber versagt. Ja, also das ist jetzt wirklich ein Schienenwechsel, der hier stattfindet. Ja, also sterben alte Vorstellungen, alte Vorurteile, Prinzipien, alles, was wir auch über Familie und wie Familie oder Familienbeziehung laufen sollen, gilt nicht mehr. Ja. Es steht ein kompletter Reset in vielen Verbindungen an. Es passiert kein Aufschub mehr. Ja, ihr spürt das, wenn ihr nur eurem Gefühl folgt. Ja, es kann auch sein, dass ihr das Gefühl habt, wenn ihr das tut, dann verstoßt ihr doch gegen Ethik und Regeln. Ja, aber das Gefühl ist doch richtig. Ja, und es geht hier nicht mehr um den Verstand, der die Regeln aufstellt, sondern ums Gefühl. Ja, und das ist das, was passiert, denn das Paradigma wird nicht mit dem Schalter, naja, vielleicht schon mit dem astrologischen Schalter umgeschaltet, aber letztendlich passiert es in unseren Köpfen und Herzen, diese Veränderung dieses Planeten, die passiert jetzt in diesem Moment, in diesen Wochen ist sie im Gange und ich denke, ihr spürt das auch, die meisten von euch. Da passiert jetzt ein Reset, es geht in eine andere Richtung. Ja, und das ist erstmal verunsichernd, man kann kurz mal die Orientierung verlieren, aber ihr merkt, solange ihr in eurem Herzen seid, bleibt ihr in eurer Orientierung. Ja, das ist eure Orientierung.
Also der Verstand hat auch immer Argumente gegen etwas, ja, aus Angst, aus Unsicherheit. Aber das Gefühl, das Herzgefühl will es wagen, auch wenn es nicht, wenn es aussichtslos erscheinen mag. Ja, das will zu sich stehen, zu seinem Gefühl, auch wenn vielleicht gar keine Hoffnung besteht. Ja, und das ist wirklich Navigieren an einer Klippe. Und das ist kurz vorm Verlust eben, ja, vorm Verlustgefühl. Aber das, da liegt der Sieg, ja, dass wir uns trauen, dazu zu stehen, kompromisslos zu sagen, ja, das ist es aber, das ist meine Wahrheit. Und damit werdet ihr gewinnen, ja. Die Astrologen sagen auch, es gibt jetzt innerhalb dieses kosmischen Kreuzes bis zum 20. Mai sehr viele Ehen, die dem alten Paradigma noch folgen und die diese Wendung hin zum vollen Gefühl nicht aushalten werden. Die werden zerbrechen, weil neue, hochschwingende und bessere Partner jetzt ins Spiel kommen. Ja, es ist eine ganz andere Verbindung, die sich hier auftut. Und wir haben ja alle viel auch über das Divine Timing gesprochen. Es ist irgendwo für mich auch klar, dass letztendlich die Zusammenführung der Zwillingsflammen erst passieren kann, wenn das göttliche Timing da ist. Und also es kann jederzeit vom Göttlichen alles unternommen werden, um die Zwillingsflammen zusammenzuführen. Das werden sie zum richtigen Zeitpunkt auch tun, ja. Und ich habe das Gefühl, das passiert jetzt. Ich weiß nicht, ob das in Wellen passiert, ob sofort alle dran sind, weiß ich nicht, ob es in Wellen geht, in bestimmten Reihenfolgen, auch von der Entwicklung her. Ich weiß es nicht, das kann ich nicht sagen, aber da habe ich jetzt zu wenig Rückmeldung. Ich denke, die kriege ich von euch noch. Also es kommen jetzt ungeahnte Fügungen, ja, ungeahnte Fügungen, die auch Hindernisse, die vorher da waren, gehen jetzt auf einmal zur Seite, wo vorher immer was dazwischen kam, öffnen sich Türen, eine nach der anderen. Und das passiert sehr bewusst in euren Prozessen. Mit jedem Gedanken, den ihr zu Ende denkt, mit jeder Kommunikation, die ihr führt, mit jeder Ehrlichkeit, die ihr euer Herz leben lasst, geht eine weitere Tür auf, ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass vor allem diejenigen, die wirklich auf ihrem eigenen Weg sehr, sehr viel getan haben, sich an sich sehr viel gearbeitet haben, immer wieder auch vertraut haben in den göttlichen Weg, in den spirituellen Weg, ihre eigenen Bedürfnisse manchmal zurückgesteckt haben, um im Alleinsein zu wachsen, ja, sich nicht einfach in irgendeine Beziehung begeben haben, um nicht allein zu sein, sondern gesagt haben, naja, es ist halt so, aber dann konfrontiere ich mich mit mir, schaue in meine Tiefen, ja, die werden jetzt wirklich belohnt, ja, gerade auch die, die geholfen haben, in Familien, ihren Familien, im freundschaftlichen Umfeld, manche auch beruflich, wie auch immer, anderen Menschen, Tieren, Pflanzen zu helfen. Denen fließt jetzt etwas zu, es fließt jetzt was zurück, da öffnen sich jetzt Türen, ja. Und die Erkenntnis meiner Auszeit war, und das möchte ich nochmal betonen, es geht nicht mehr darum zu warten auf den Tag X, sondern Liebe will fließen, daher lasst eure Liebe fließen zu allen und jedem um euch herum. Und auch die Liebe der Zwillingsflamme hat jetzt große Chancen, ins Fließen zu kommen. Ins Geben und ins Nehmen, ja, und sich auch physisch zu materialisieren und nicht irgendwie so ein Gehirngespinst oder so eine stille Hoffnung zu sein, ja. Auch die telepathische Verbindung mit den Zwillingsflammen kriegt jetzt sprunghaft nochmal, nimmt zu oder etabliert sich für manche vielleicht auch erst so richtig. Das wird alles intensiver und klarer erlebt von einem der beiden oder von beiden. Oder aber der andere, der vielleicht nicht so telepathisch verbunden ist, erkennt aber durch die Rückmeldung, die er bekommt, die höhere Bedeutung der Verbindung, dass das kein Zufall ist. Also es wird jetzt alles sehr, sehr klar werden, ja, dass das hier alles keine zufällige Geschichte ist. Was auch geschieht, was ich sehr schön finde, ist, der Schmerz heilt, Verzicht gewinnt, Verlust erhebt. Das, was wie eine Tragödie erscheint, ist eine Etappe der karmischen Reinigung, der Heilung von Anhaftenden und Vorurteilen. Das kann ich nur bestätigen. In meinem Fall war noch ein karmisches Thema, was ich angucken musste, was auch kein Thema war. Das habe ich gern getan, habe das losgelassen, vergeben und aufgelöst. Und das bringt nochmal ganz, ganz viel in Bewegung. Ja, also so letzte Barrieren brechen jetzt weg. Und alles, was erstmal wie ein Drama erscheint und auch schmerzhaft sein kann, gewinnt dann doch am Ende. Ja, und damit kann unser Planet heilen. Die Verbindung zwischen Herz und Sakralchakra, zwischen Herz und Verstand bei Mann und Frau, das ist genau das, was wir brauchen. Und das etabliert sich jetzt immer mehr. Und natürlich die Gesamtschwingungsanhöhung, Erhöhung mit der Bowie-Skala, ihr habt es ja gesehen, und die einen oder anderen werden es weiter verfolgen, hilft uns da. Ja, sorry für den langen Vormarsch, aber ich weiß, dass das für alle Liebenden da draußen sehr, sehr wichtig ist, was hier gerade passiert. Und ich wollte das unbedingt hier noch ins Video reinpacken, damit ihr die Message auch von mir kriegt. Dass ich jetzt wirklich nur bestätigen kann, dass sich da Dinge wirklich tun und im Prozess sind und sich auch zeigen, sich jetzt realisieren. Und wir reden nicht mehr nur von, ja, von Möglichkeiten. Also ich glaube, da passiert jetzt ganz viel. Gut, bestätigt wird das noch durch diese Kartenlegung hier. Ist natürlich das Engel-Orakel der Woche, hat erstmal
nicht zwingend was mit Liebe zu tun, aber manchmal ist das eben auch ein wichtiges Thema, wie auch das Häschen hier schon anzeigt. Fangen wir erstmal mit der dem Wochenorakel quasi an, mit der ersten Karte. Und die erste Karte kommt von den Drachen, wie gesagt. Und hier ist das Thema, ich hoffe, ihr könnt das sehen, Liebe. Ein rosa Drache, sogar der Drache ist rosafarben. Also es geht um die Liebe. Das zeigen uns die Engel und die Drachen hier an. Sie sagen, ja, im Moment ist das Thema Liebe. Ich denke, dass ganz viele Menschen allein durch die Schwingungserhöhung in die Selbstliebe auch kommen, sich selbst lieben, sich selbst spüren, wie viel Liebe in ihnen ist und wie bereit sie sind, Liebe zu teilen, mit wem auch immer, bereitwillig zu teilen und auch weiterzugeben, denn Liebe will fließen. Und es geht jetzt wirklich darum, die Liebe in die Welt zu schicken. Ja, also ich glaube, das verströmt sich jetzt alles und der ganze Planet wird, glaube ich, wirklich geflutet von Liebe gerade. Ja, und Liebe ist der Weg, kommt mir gerade in den Sinn. Liebe ist der Weg, ja, ein gemeinsamer Weg. Hier ist es kein einsamer Weg. Ja, für viele war der spirituelle Weg jetzt eine lange Zeit auch ein gewisser einsamer Weg oder einer des Alleinseins, des Bei-sich-Seins. Und wir sehen, dass hier Menschen da sind auf dem Weg, dass es Begegnungen gibt auf dem Weg, ja, dass es Anlehnung gibt auf dem Weg, dass wir Verständnis bekommen vom anderen, ja, dass wir wahrgenommen werden, dass der andere versteht, welchen Weg wir gehen und dass er uns dort auch begegnen mag, ja. Also der Weg führt über die Liebe, über das Herz, ganz klar. Ja, ist sogar der rosa Drache, der hier seinen Weg geht. Ja, und wo führt das hin? In eine neue Welt ist hier die Botschaft. Also wir kreieren diese neue Welt durch die Liebe, durch die Herzverbindung und durch den Weg, den wir gehen und den wir vielleicht jetzt auch anfangen, gemeinsam zu gehen. Vielleicht waren eben diese Jahre des Alleinseins wichtig, um uns selbst zu erkennen, um uns selbst zu reinigen, um Altes loszulassen, aufzuhören zu projizieren, sondern bei uns zu bleiben, für uns sein zu können und auch in Verbindung sein zu können. Und diese neue Welt entsteht jetzt dadurch, dass Liebe zu anderen fließt, dass wir sie teilen mit allen, mit denen wir zu tun haben. Ja? Die Erzengel helfen uns jetzt noch mal ein bisschen genauer, das zu verstehen hier, das zum Thema Liebe, die erste Karte. Eine Situation ist vorbei. Und du bist letztendlich frei. Neue Möglichkeiten für Glück werden jetzt folgen. Die Vergangenheit liegt hinter dir. Ende der Show hier, ne? Der macht hier die Verbeugung, die Balletttänzerin, Schwanensee, auch zwei Schwäne. Ist ja auch ein Symbol für Partnerschaft, weil Schwäne ja immer zusammenbleiben. Also es geht hier darum, eine Situation, die vielleicht, wie auch immer war, ich will sie gar nicht bewerten. Ich glaube, es geht auch mittlerweile nicht mehr um bewerten. Gut oder schlecht, lang oder nicht lang. Anstrengend oder nicht anstrengend. Sie ist vorbei, etwas wird abgeschlossen, eine Show geht vorbei. Passt ein bisschen hier Bühne auch zum Thema, ja, Inkarnation, was wir hier leben und erleben. Und wir haben uns befreit. Ja, es kommen neue Möglichkeiten für Glück, die wir jetzt ergreifen können und wo wir auch lernen müssen, jetzt diese zu erkennen, und zwar mit dem Herzen. Ja, also lass die Vergangenheit hinter dir. Wunderbar. Der Weg. Womit hat der Weg zu tun? Witzigerweise, hier kommt mit Perspektive, der Gehängte ist hier zu sehen, ja, also der Weg heißt, sieh die Dinge anders, das ist genau das, die ganzen Vorurteile, die ganzen Vorgaben der Gesellschaft, wie man zu leben hat, die kippen jetzt, die werden auf den Kopf gestellt, ja, stell dich selber auf den Kopf und sieh deine Welt mal anders, ja, es gibt einen besseren Weg, pausiere, um zu reflektieren und Einsichten zu erlangen, na, das habe ich gemacht, also ich empfehle es euch nur weiter, wer es noch nicht getan hat oder keine Gelegenheit hatte, nutzt die Osterzeit, vielleicht auch Osterferien, um wirklich bei euch zu sein, ja, also wage es anders zu sein und wage es, die Dinge anders anzugehen und zu sehen, ja, es gibt einen besseren Weg, es gibt einen Weg, der möglich ist und der viel besser ist, als du ihn dir jemals vorgestellt hast. Und was gibt es zur neuen Welt zu sagen? Hier kommt Raphael, er steht für das Herzchakra, die Herzenergie, die Liebesenergie. Und er zeigt uns hier ein Pärchen im Park. Liebe und Segnungen erfüllen dein Leben. Harmonische Beziehungen mit Familienmitgliedern. Happily ever after, ich glaube, das muss ich übersetzen, das heißt glücklich für immer oder wie übersetzt man das am besten? Also glücklich für alle Zeiten. Also es geht darum, wirklich jetzt in Harmonie mit alles und jedem zu kommen, ein glücklicheres Leben zu führen, Zweisamkeit, familiäre Harmonien mit Kindern, wer da irgendwie Kinder mit im Spiel hat, dazu passt die zweite Karte, die auch sagt, es betrifft auch nicht nur die Zweierbeziehungen, es betrifft auch unsere Freundeskreise. Ja, es gibt Gründe jetzt zu feiern, eine Gemeinschaft der Freunde, ihr erkennt vielleicht, mit wem ihr alles
gleich schwingt, die ähnliche Erlebnisse und Gedanken haben wie ihr, ja. Also fröhliche Mitteilungen in Bezug auf Beziehungen oder Kinder. Also irgendwie harmonisiert sich jetzt ganz viel. Alles kommt jetzt zum Besten. Pardon. Und das passiert hier ganz stark auf der Herzebene. Also für Beziehungen, Familienleben, auch Freundschaften, ja, die ja auch Ersatzfamilien sind oder Zweitfamilien, Communities, ist das jetzt einfach eine ganz, ganz wichtige Zeit, weil ihr ja jetzt wirklich diese neue Welt gemeinsam in der Community kreiert. Ja, und da kommt ganz viel Herzenskraft mit rein. Und auch ich fühle sehr viel Kraft, sehr viel Stärke fließt mir wieder zu. Ich ziehe jetzt wieder mehr Kraft auch aus anderen Dingen als nur aus mir selbst. Also ich spüre ganz viel Kraft und Power, das jetzt angehen zu können. Ja, das sind die wunderbaren Botschaften, die ich für euch habe. Also ich wünsche euch ein fantastisches Osterfest. Genießt die Zeit mit Freunden, Familie, euren Kindern, möglichen Partnern. Macht was Schönes bei dem tollen Wetter, macht was Schönes, lasst eure Liebe fließen und ich bin sicher, sie fließt zu euch zurück. Ich wünsche euch alles Gute, auch für die kommende Woche, schicke euch Licht und Liebe und ein paar Ostereier aus meinem Herzen. Macht's gut und bis bald. Tschüss!